Hallo und willkommen zurück zu Schön Ninjas Let's Plays und dem Spiel Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. Ja, wir sind zuletzt in das Schloss von König Mickey und König Minnie gekommen. Da es hier mittlerweile auch Probleme gibt, ihr seht diese riesen Dornenranke. Und da ist niemand anders für verantwortlich als Maleficent. Die versucht nämlich hier diesen Eckstein, der eigentlich das Schloss in Licht hüllt und von Finsternis bewahrt, zu korrumpieren und das Schloss einzunehmen. Daraufhin haben wir uns Merlin in Hollow Bastion geschnappt. Und der meint, ich muss in diese Welt hier gehen und den Übeltäter finden, der dafür verantwortlich ist. Aber auch die zweite Tür verschließen. Kann mir ja, glaube ich, denken, was jetzt passiert. In welcher Welt ich jetzt lande. Ich habe richtig gedacht. Hey, look! There's the cornerstone of light! What's going on? Everything's black and white. This is kind of Deja vu? Yeah, that's it. Really? Have you been here before? Hey, you! Seen any bad guys around here? Why, I oughta... Nah. I don't have time to waste on punks like you, so I guess I'll go easy on ya. Well, there's our villain. Der böse Carlo. Wer bist denn du? Also im ersten Moment dachte ich, dass diese Welt nur eine Abbildung von der anderen ist. Da ja auch der Eckstein hier ist. Aber das würde ja heißen, dass die Figuren, die hier rumlaufen, auch einen Gegenpart auf der anderen Seite haben. So, Mocky, kannst du was? Oh, er hat was Neues gelernt. AP und Angriffskraft hoch. Oh, 2 AP. Und MP. Wie viel Platz habe ich denn eigentlich? Ich habe ja noch gar keine Items gekauft. Ah, da bin ich auch ein bisschen knausig, weil ich weiß, dass später sehr viele Items sehr teuer sind. Und ich das Geld also eh noch brauche und wir finden unterwegs ja auch noch so viel. Deswegen, solange ich nicht zu schwach bin und nicht weiterkomme, würde ich eigentlich damit warten wollen, hier großartig Geld auszugeben. So, damit haben wir erstmal die Karte. Da geht es zum Wharf, da geht es zum Waterway. Ich gehe mal den direkten Weg, wo Carlo lang gelaufen ist. Ich denke mal, wir kommen eh alle anderen Gebiete auch noch lang. Erstmal die Items sammeln. Toonette sieht aus. Goofy sieht fast genauso aus wie vorher, finde ich. What's with you, Squirts? You got some kind of bone to pick with me? More than one. Dems fighting words. Huh? Not so fast. What's that for? Wenn der aber gar nicht der Böse ist, dann greifen wir den doch jetzt umsonst an. Ich wollte gerade sagen, der macht ja nicht mal was. Tja, kriegt hier einfach Schläge ab.
Okay, wenn ich springe, dann komme ich gleich dazu, ihn wieder anzugreifen. What you bugs beef with me anyway? Who are you? You new around here? Cut the act. Whoa! You know, something doesn't seem quite right here. Are you sure you're Pete? Well, of course I'm Pete. I'm the captain of the steamboat, so stop bothering me, see? So hit the road. I gotta go find the little runt what stole my boat. Gorge, maybe we made a mistake. I'm starting to think the same thing. He hasn't even called any heartless. Sorry we attacked you like that, Captain Pete. Oh, yeah? Well, if you're really sorry, then go find my steamboat. Yes, sir. Oh, my hickin' back! The Timeless River. Fluss der Nostalgie. Und ich war mir sicher, dass Carlo der Übeltäter ist. Ja, aber das wäre auch zu einfach gewesen. Na kommt, versuchen wir sein Dampfschiff zu finden. Das haben wir wohl versprochen, was? Schon, aber wir müssen noch diese Tür finden. Ganz genau. Ich sehe keine Tür, weit und breit. Was ist das? War eben noch nicht da. Da ist nichts zu sehen. Das ist eine Videoaufnahme, wie man sieht, wie alle Herzlosen in die verschiedenen Welten gegangen sind, kurz bevor wir gekommen sind. Hey, look! There's the cornerstone of light! What's going on? Everything's black and white. Cow, this is Deja vu? Yeah, that's it! Really? Have you been here before? Was war das denn? Herzlose gehen. Und wir kommen. Was hat das zu bedeuten? Los, entledigen wir uns dieser Herzlosen. Und was dann? Darüber machen wir uns dann Gedanken. Die vier Türen waren vorhin noch nicht da. Fenster. Tja, gehe ich nicht trotzdem dann erstmal die anderen Wege? Fangen wir rechts an und arbeiten uns nach links vor. Das sind, denke ich, immer Short Stories. Gee, he seems kind of different somehow. Come on, we've got to help him. Dann ist der heutige Carlos wahrscheinlich ein Nachfahre von Captain Carlos. Das Möbeljahr soll auch beschützen. Yeah.
ging aber schnell. Oh? You absolute idiot. You've managed to fail at everything. And what's more, you foolishly thought you could take my place while I was away. Well, as of now, you're finished. Mark my words, there'll be no place for you when our time comes. Useless imbecile. War doch klar, dass er mit Carlos spricht. Ah, wüsste ich nicht, wer sonst hätte bei ihr sein sollen. Was? Da war aber jemand verärgert. Ich verstehe das nicht. Lass uns einmal versuchen, die ganzen Herzlosen zu beseitigen. Hier ist sowieso alles friedlich, aber wir müssen noch die anderen drei Steine überprüfen. Brennendes Hochhaus. Das andere war Mickeys Haus. Fire! Come on, und wieder Mickey. So, verhindere, dass alle Herzlosen. Besiege alle Herzlosen, verhindere dabei, dass das Gebäude. Au! Dass das Gebäude abbrennt. Kacke, jetzt habe ich meine Drive-Dings angemacht. Das lohnt sich doch gar nicht. Oh, und er ist recht gegen die Doofen, die hier ständig abhauen. Alter, es hält viel aus. Oh, das ist Kackauto. Endlich. Nein, nicht noch zwei. Gleich brennt das Gebäude ab. Hätte ich die Flammen auch? Ich hätte die Flammen wahrscheinlich auch irgendwie angreifen sollen. Nochmal das Ganze. Ja, das Feuer kann man auch angreifen. Schade, kurz bevor ich ihn hatte. Oh, das ist
ist so kacke, dass es direkt neben dem Feuer steht. Schon wieder. Du darfst. Geschafft. Kack Auto sei. Putzig. Well, that takes care of that. Hey. Cried out loud. She didn't have to go and say that. Okay, I might have messed up every now and then, but I'm a lot more things than useless. Why, when I was starting out? Oh, I missed those good old days. What I would give to go back in time. What I would give. Huh? Ein Holobestchen ist also die zweite Tür. Hey, I think that's my... Eine Tür. Sieht irgendwie vertraut aus. Jupp, das ist die Tür, die Merlin hergezaubert hat. Dann führt sie also direkt hierher. Sicher, ich denke schon. Dann wollen wir doch mal sehen. So, wir sind aber bei 17, 18 Minuten angekommen. Deswegen mache ich hier erstmal einen Cut. Also bis dann. Tschüss.